Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Simpsons Springfield. Ja, was müssen wir denn hier eigentlich machen nochmal? Cletus die Kleinen entlausen, Milhouse sich auf seinem Bett verstecken. Okay, also erstmal Interesse an ein paar Thanksgiving-Truthähnen. In der Fachsprache der Geflügelbranche sind sie vom Laster gefallen. Moment, sie waren das mit dem Überfall auf den Quickie-Markt und nicht Big Law? Nun. Jemand aus meiner Mannschaft hat sich die Hand bei einem Roulette-Unfall verletzt und jetzt nennen wir ihn Blickclaw. Die Antwort lautet also ja und nein. Das würde eine Jury verwirren, richtig? An diesen Truthähnen kleben noch Quickie-Mart-Preisschilder. Diese Truthähne werden wohl mit Betonschuhen schwimmen gehen. Aber ich werde es wie einen Tauchunfall aussehen lassen. Fröhliches Thanksgiving, eine kostenlose Attraktion wurde deinem Inventar hinzugefügt. Ein Füllhorn? 0,50% Geld und EP-Bonus für alle Jobs, verbessert deine Eitelkeitbewertung. Nice, einfach mal so für lau, für nichts. Ja, den packen wir dann, boah, ich weiß nicht. Hier erstmal hin, müssen wir später mal gucken dann. Voll cool. Sichere dir einige Schnäppchenangebote. Naja, das ist ja dann eh wieder alles zum Kaufen. Möchte ich nicht, nein. Gut, wir pflanzen nun hier, ich würde sagen mal Silberzunge an. Dann können wir auch wieder abernten hier. Und wir können gleich auch mal die Nachbarn wieder auschecken. Ich wollte ja eigentlich anfangen, diese Folge Simpson umzubauen. Das machen wir aber mal später. Ich werde jetzt die, das habe ich mir eben so beschlossen, die Krusty Lands der Nachbarn angucken, die schon Krusty Land haben. Das viertklassige Fleisch in unseren Hamburgern hat alle Kinder krank gemacht. Alle Kinder, die nicht Vegetarier sind. Egal, irgendjemand muss das Erbrochene wegmachen und das werden bestimmt nicht wir sein. Nein, natürlich nicht. Erreiche ich Level 10 und errichte Willis Hütte. Hey, können wir machen. Cool. So, ich würde sagen, erstmal hier neben der Schule so lange. Dauert 2 Stunden, also es dauert noch ein bisschen. Auf dem Handy habe ich tatsächlich das Event schon durch und habe Big Claw sogar schon freigeschaltet, aber hier noch nicht. Das heißt, hier müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Ob wir das alles schaffen, weiß ich nicht, aber ich werde mal gucken. Ich werde vielleicht auch mal öfter jetzt online kommen hier und auch ein bisschen was machen. Zumindest von den Events her. Ansonsten natürlich nicht. Wie gesagt, wir wollten uns eigentlich hier mit den Umbaus von Springfield beschäftigen, aber ich denke mal, da werden wir erstmal von den Nachbarn von uns bei euch die Krusty Lands besuchen und vielleicht da den ein oder anderen Freundschaftsbonus abheimsen. Ach, das geht noch gar nicht. Es ist noch gar nicht so weit. Ja, zumindest bei manchen noch nicht. Okay. Na gut, da lohnt es sich trotzdem. Das heißt, wir gehen immer zur Hauptsichtskarte und gucken, wer Krusty Land schon hat und gehen dann dahin. Also, erstmal hier. Gucken wir uns mal Krusty Land an. Ich habe bisher auch nur diesen Turm bei mir in Krusty Land stehen. Also viel habe ich da echt noch nicht. Aber Krusty Land haben viele auch noch nicht so viel, weil Krusty Land unheimlich teuer ist und auch relativ nervig ist zu leveln oder zu machen. Aber naja. Nun ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, dann gucken wir uns bei dem nächsten Mal an. Wie gesagt, Krusty Land kann ich leider nie wirklich viel zu sagen, weil Krusty Land ich bisher kaum gemacht habe. Deswegen kann ich nur sagen, oh, sieht von optisch her gut aus, aber das war's auch. Mehr kann ich da nicht machen. So, der nächste wäre dann hier. Die ich natürlich noch nicht mit Freundschaftsbonus abgeerntet habe. Was mache ich jetzt? Und Krusty Land kommt dann natürlich auch gleich dran. Noch die dann noch drin sind. Einmal da. Freundschaftsbonus Stufe 2 bald vollkommen voll. Das heißt, dann geht es mit Freundschaftsbonus Stufe 3 weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass wir da nicht mehr allzu viele Punkte brauchen. Ah, guck mal, hier hat jemand auch Krusty Land gerade angefangen.
und ist auch noch nicht weit gekommen, genauso wie ich. Ich bin da auch noch nicht viel weiter, also wie gesagt, das dauert auch ein bisschen immer. Nun gut, dann hätten wir hier noch den Marek. Der hat Krusty Land schon ein bisschen größer, so wie es aussieht. Und wir können noch drei abwerten. Das können wir hier machen. So, wie sieht denn das aus? Hey, das sieht ja echt cool aus mit den Delfinen und so. Diese Delfinshow. Scratchy. Ja, wie gesagt, ist auch noch nicht allzu weit, aber immer noch weiter als ich oder als der Vorjährige hier eben. Sieht auch gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Sieht aber ein bisschen gequetscht aus, aber das liegt daran, dass er noch nicht so viel Land hat, wahrscheinlich. Nun gut. Dann Sau Vincent. Da können wir auch noch abernten und können auch Krusty Land besuchen. Oh, er hat auch hier den Delfin. Er hat sogar die Achterbahn schon, was voll geil ist. Hat irgendwie was. Die Schiffsschaukel hat er schon. Oh, ich freue mich echt, wenn mein Krusty Land irgendwann mal genauso aussehen wird. Aber das wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Naja, gut. So, dann haben wir noch Valido, den wir auch noch abernten können bei Krusty Land. Einmal, zweimal, dreimal. Und er hat auch schon die Achterbahn hier stehen. Ich frage mich ja, wann man die bekommt. Muss ich nochmal nachgucken. Er hat sogar Tunnel der Liebe schon. Schiffsschaukel hat er schon. Haunted. Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Krusty Hotel. Ah, er hat das hier schon ein bisschen anders angeordnet. Ich denke mal. Geil. Das sieht ja cool aus. Ich denke mal, da ist er gerade mächtig am Aufbauen von Krusty Land. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber naja. Cool. So, wen haben wir denn noch? Ja, ich hätte jetzt mich noch bei Krusty Land. Das will ich aber erstmal nicht machen, weil, wie ich gesagt habe, das machen wir dann später irgendwann mal. So, ich habe hier, ich hoffe, ich habe jetzt keinen ausgelassen. Und dann kommen später noch diese. Wie heißen sie denn? Diese Reich. Also auf der Seite hier. Da sind, wohnen ja die Reichen sozusagen. Da werde ich dann später auch nochmal für die, die dies haben, gucken. Und dann bin ich erstmal durch und dann machen wir später nochmal irgendwann einen Rundgang bei den Nachbarn. Gut, ich möchte jetzt nochmal als Abschluss, dass ihr jetzt alle schon wieder dabei wart so lange, eine Überraschung öffnen. Mal gucken, was da rauskommt. In der Box findest du Lard Donuts, 110 Donuts wert. Ey, den habe ich noch gar nicht. Cool, das ist dieser. Das finde ich cool. Ich baue den erstmal hier hin für den Anfang. Können wir ja später mal noch ändern. Oh, er ist sogar in 5 Sekunden fertig. In 3, 2, 1. Fertig. Cool. Hey! Huma ist da gerade dabei, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.